alle zusammen, wir probieren jetzt mal was aus. Und zwar habe ich mir gedacht, wir testen mal, ob das was wird. Wenn es was wird, dann seht ihr es. Wenn es nichts wird, dann seht ihr es nicht. Ich habe jetzt einmal hier 4 Scheiben Toastbrot. Die habe ich etwas flach gerollt mit dem Nudelholz. Dann habe ich hier Marmelade. Hier habe ich drin ein Ei mit etwas Milch und mit etwas Zimt und Zucker. Man kann auch nur Zucker nehmen. Und dann habe ich hier einfach noch so gehackte Haselnüsse und Mandelsplitter. Also bei mir ist es so ein bisschen auch Resteverwertung. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Test. Ich habe das selbst auch noch nicht gemacht. Ich habe mir das gerade so selbst zusammen gedacht. Jetzt mache ich gerade mal kurz den Pinsel sauber. Den Ofen habe ich übrigens eingestellt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann geben wir Marmelade drauf auf das Toast, je nach Wunsch. So, wir machen erstmal eins fertig. Ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Durch das, dass wir das jetzt ein bisschen flach ausgerollt haben, lässt sich das dann auch besser verbiegen. Dann rollen wir das Ganze zusammen. Kannst auch ein bisschen drücken, damit es besser liegt. Dann geben wir das Ganze. Ich weiß gar nicht, habe ich eine bessere Schüssel? Ich glaube, ich habe gerade keine bessere da. Obwohl es... Ich muss doch irgendwas anderes holen. Irgendwas Flacheres brauche ich doch. Werden wir doch finden. Ich nehme einfach jetzt die größere Schale, damit man das besser wälzen kann. Dann wälzen wir das einmal. Jetzt mache ich doch erstmal die anderen, weil wenn ich das jetzt in die Nüsse reingebe oder in die Mandeln, dann klebt mir das alles dran und dann ist so ein Hin und Her. Machen wir es doch einfach anders. Das war bis zu diesem Schritt, bereiten wir alle vor. Also wieder Marmelade. Zack, zack, zack. So, und jetzt haben wir da die Nüsse drin, beziehungsweise Mandeln. Wälzen das Ganze mal. Dann geht es ab aufs Backblech und ab in den Ofen. Und dann werden wir mal sehen, was bei rauskommt. So, das sind jetzt unsere Toaströllchen und zwar... Die waren bei mir jetzt 25 Minuten im Ofen und ich muss gestehen, ich habe schon mal probiert, weil ich einfach gucken wollte, ob es sich überhaupt rentiert, das Video zu vollenden, aber auf jeden Fall rentiert sich das, schmeckt super lecker. Man muss nur gucken, dass man von der Marmelade auch genug drauf macht, also da nicht zu sparsam sein, dass man dann auch den Geschmack hat. Aber ansonsten schmeckt es super lecker. Probiere es auch noch mal. Ist wirklich wie so ein kleiner süßer Snack, also wie so ein Kuchenersatz. Man hat es schnell gemacht, es ist kostengünstig, man kann Reste verwerten, man kann das ja auch ein bisschen anders panieren. Man kann natürlich auch noch das Ganze auch noch ein bisschen aufpimpen, einfach ein bisschen der Fantasie freien Lauf lassen, aber es schmeckt super lecker. Und ich finde es halt wirklich ein richtig guter Kuchenersatz. Wenn man einfach schnell noch was machen will
Und ja, also ich kann mich nicht beklagen. Ich finde es super, habe mich gefreut, dass ich das jetzt ausprobiert habe, weil ich das ja nicht sehr oft mache, sondern einfach die Rezepte einfach nachmache. Aber ich kann euch wirklich raten, macht es nach, verfeinert es meinetwegen mit Rosinen. Puh, was gibt es denn alles? Ach Gott, mir fällt jetzt gar nicht alles ein, aber einfach das, was einem dann gleich im Kopf rumschwebt, was man halt gerne mag. Und dann macht es einfach nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!